Ja, mein Name ist Bernhard Klug, ich bin Dienstgruppenleiter bei der Autobahnpolizei in Frechen. Wo befinden wir uns hier? Was ist passiert? Wir befinden uns bei ca. Kilometer 10 auf der A555 in Fahrtrichtung Bonn. Dort ist es heute Morgen ungefähr um 10 nach 6 zu einem Unfall gekommen zwischen einem Fußgänger und einem Sprinter. Der Fußgänger hat versucht, die Autobahn zu überqueren und ist dabei auf dem mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bonn von einem Sprinter erfasst und dadurch zu Tode gekommen. Den Stau, der sich dadurch gebildet hat, ist ca. 4 bis 5 Kilometer lang nur auf der Autobahn. Allerdings ist das Straßennetz rund um die Autobahn auch entsprechend schwer belastet. Kann man schon vermuten, warum die Person darüber gelaufen ist? Nein, wir haben noch bisher keine Kenntnis davon, weshalb die Person über die Autobahn gelaufen ist. Das ist Gegenstand der Ermittlungen im Moment. Wie sehen jetzt die Maßnahmen der Polizei aus und wie lange ist jetzt wahrscheinlich die Autobahn gesperrt? Ja, also die Maßnahmen der Polizei sind erstmal die möglichst detailgenaue Aufnahme des Verkehrsunfalls. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist dafür angefordert worden und vor Ort. Danach wird die Autobahn geräumt und der Verkehr wieder freigegeben. Das könnte in der nächsten Stunde der Fall sein. Das hoffen wir, dass wir dann nach 4 Stunden auf jeden Fall die Autobahn in Fahrtrichtung Bonn auch wieder frei haben.